was ich will, ich bin eben das. Alle quasi ganz normale Menschen. Diese verfickten Freaks hier wieder in Hollywood. Nur Freaks. Und hinter mir ist der Schlimmste. Da hinten schreit schon wieder rum. Am frühen Morgen ist hier schon wieder ein Affentheater in Hollywood. Die kommt schon wieder, Alter. Die lauert da wieder mit der fucking Peitsche auf den Boss. Ja, hau ich ab. Ja, ich hab keinen Bock drauf. What's up, bro? Let me meet hey, what's up? Nice to meet you. You rap it too? 513, aka Giles, man. Nah, check him out, check him out, check him out. I appreciate y'all, man. Do me a favor. Ich muss aufpassen, da ist die schon. Die lungert um mich rum hier, Alter. Die verfickte Catwoman. So nice, hier wird direkt am frühen Morgen wird hier schon rumgetanzt. Jawohl. Hier kannst du an jeder Ecke direkt ein Rap-Video drehen, muss ich nur dabei stellen, Bruder. Überall wird irgendwas gemacht, hier wird getwerkt, Bruder. Hier ist dann noch die Catwoman, hello. Oh, I have to watch out for the Catwoman. Hier sind viele Freaks am Start, Freunde. Also, der Boss ist öfters in L.A. unterwegs und ich sag euch eins, dagegen seid ihr alle. So, Shoutout zu Alias. Ich glaube, Alias ist ja auch irgendwo gerade am Rumlungern, oder? Muss ihn mal anrufen, Bruder. Erstmal Kaffee trinken, Bruder. Ja, Mann. So, guten Morgen, Freunde. Grüße aus L.A. Ich hoffe, euch geht's gut in Deutschland. Nochmal danke für diesen großartigen Support. Wir verteidigen immer noch die Eins mit Das ist Alpha. Vielen Dank, Freunde. Ihr seid die Besten. And the University City Nissan today! Freunde, ich kann euch mein Buch nur empfehlen, dass ihr nicht auch, ey, arme Menschen, müssen bei 40 Grad in L.A. in das Pikachu-Kostüm und 8 Stunden hier stehen. Das ist auch nicht Alpha. Holt euch das Buch, Freunde. Ja. Fresh. Ey. Da kommen den ganzen Tag die Asiaten und wollen dann ihr Foto haben. Schichtbeginn. Und da ist der Kopf direkt schon ab. Da ist der Kopf schon direkt ab. Der Ecke hat einen guten Haken. Ja. Yes. Yes. Und jetzt sind es nur noch ein paar Tage, dann kommt das raus, das Buch. Lil Wayne hat es auch schon sich geschnappt. Wie breit die ist, die hat sich das auch zugelegt. Jetzt schon zu Herzen. Oh, hier ist das auch Alpha. Boah, Strafo, läuft. 19.09. Freunde. Supermall. Supermall. Freemace. Yeah, boy, das ist. Jetzt haben wir uns verlaufen. Wo sind wir hier, Andro? Wir sind direkt Compton, Alter. Guck mal, wie es hier aussieht. Die Houses, guck mal, die Houses, Alter. Wir sind direkt Compton, Alter. Liebe Alphas, 19.09. merkt euch das Datum, ist der Stichtag, das ist Alpha, die 10 Bossgebote, nicht mehr viele erhältlich, bei Amazon vorbestellen, bevor es zu spät ist.
Was ist hier los? Tennis spielen in Venice Beach oder was, Mädels? Geh lieber Muscle Beach, wir gehen ein bisschen pumpen. Gesundheit, Bruder. Man trifft manchmal auch alte Bekannte. Endlich ist er aufgetaucht. Jetzt live und direkt. Live und direkt aus Hollywood am Cornerballen. Das ist richtig Stimmung hier auch. Immer noch hier am Cornerballen auf dem Walk of Fame. Wir haben uns ein ganz exquisites Plätzchen raus. Ja, habt ihr Hunger, Jungs? Ich gebe euch ein Burrito aus. Durch die Scheiben kann man ja fast noch durchsehen hier. Fast. Der Mexikaner sieht auch so nice aus, Alter. Ehrenmann des Jahres, Alter! Ehrenmann! Maschallah! Hier, Fiona von Schreck ist auch da. Geh ich um. Moment, wenn du der erfolgreichste Rapper in Deutschland bist. Das ist einfach. Ja, Mann. Ja. Sorry, Bro. Oh, no. Oh. No! Jetzt müssen wir aber auch weiter. Obwohl, warte mal, da kommt doch noch ein Drop, oder? Meinst du, da kommt noch ein Drop? Ja, ich glaub schon. Meinst du? Wo ist der Drop? 1, 2, 3, go! Das ist Alpha! Was ist Alpha? Meine Alias ist aufgetaucht wie Blauwale und wir hatten eben viel Spaß mit dem abzappelnden Techno-Raver. Es ist immer noch Kollege der Boss, der Drugs hasse, eine Ghetto-Player. Er setzt sich Schachmatt sowie Chessboard-Player. Skrrr!
Ich lege dich flach mit einem Elektro-Taser. Dann zappelst du durch die Stromschläge, so wie der auf dem Hollywood Boulevard befindliche abzappelnde Techno-Raver. Morgen. Das ist Alpha. Kollege, der Boss, der vor Kraft platzende Testo-Trainer. Ey, der hass-spreadende Echo-Träger hat wieder jede Menge Spaß mit dem zappelnden Techno-Raver. Tag, hi. Ja, jetzt müsst ihr nochmal kommen. Ich muss das jetzt nochmal ganz ehrlich sagen, wir hatten heute so viel, jede Menge Spaß mit dem abzappelnden Techno-Raver, oder nicht? Das war so, diese Drops waren à la Bonheur. Benjamin Woche läuft bei dir immer noch, ne? Ja, aber hallo, ich bin voll müde. Die hat mich umgehauen. Weggeklatscht in Hollywood, die Gönjamin. Ein gegenteiliger Swag. Sollen wir nochmal zu dem abzappeln? Ey, da wir nochmal rübergehen oder was? Juicy, aber so kenne ich dich nicht. Du bist doch normalerweise ein Gigolo. Boah, diese ekelhaften Bitches hier immer in Hollywood, oder Bruder? Ekelhaft! DJ Eros wieder auch von den Toten auferstanden. Wie kommt's, Bruder? Hast du noch was vor heute? Bau die fucking Joints in der Lobby, wir machen hier in fucking Hollywood, was wir wollen. Wir sind doch keine Penner. Wo hast du denn gegessen, die Pancakes? Ja, morgen geht's richtig ab. Ich habe so Bock auf Pancakes jetzt, Bruder. Lass uns noch Pancakes essen, oder? Wenn ihr auch so Pancake-mäßig ballen wollt, müsst ihr euch das Buch Das ist Alpha am 9.19.2019. What are you two doing here in LA? You live here? I am born and raised. What the fuck? Okay. I'm from LA. So why are you chilling at the hotel? Diese ekelhaften Bitches sollen mir aus der Sicht gehen mit ihrem scheiß Teddybär kuscheln gehen oder so eine Scheiße. Sollen mir aus der Sonne gehen, die abgefuckten Hollywood Bitches, Bruder. Abgefuckt, geh weg. So, da ist die nächste Party. Lars! Lars! Was geht? Dann bleibt ihr hier. Alles klar, Lars? Dann bleibt ihr hier. Was geht, Lars? Nicht da. Nee? Nee. Deutsche? Ja. Ich wohne aber seit 6 Jahren hier. Boah. Los. Ich liebe Deutschland. Ja? Deutschland, super! Nein, Deutschland ist geil. Aber super! Amerika, nein. Aber ich finde hier geiler einfach, geilere Frauen, geileres Leben. Goldschirm. Diese Hollywood-Bitches, ne? Aber die sind sehr aggressiv heute unterwegs. Ja, ja, paar wollen uns. Ja! Am Strand, ja, da habe ich auch nur ekelhafte Bitches. Auch nur ekelhafte Bitches gesehen. Auch im Gym nur eklige. Und was in Deutschland? Was hast du in Deutschland? Super, aber ehrenvolle Frauen, aber oh, hier nur Hollywood Bitches. Meine Frau ist in Deutschland. Eine gute, anständige, hilfsbereite. Aha, aha. Das ist negativ, Mann. Okay, mach die Insta-Story. Bruder, was machst du denn hier in Amerika? Ich daytrade im Stock Market. Ich bin Daytrader. Wie viel machst du denn im Monat, im Schnitt? Ah, nee, sag ich nicht. In Secrets. Ja, was denn das? Das sind Cornerballer-Anhänger, das ist ein zweiter Cornerballer-Anhänger. Ja, weshalb bist du noch in LA gewechselt? Ah, ich will mein Traumleben. Ich habe vorher bei Philipp Lein gearbeitet, einen Online-Store aufgebaut. Okay. Und mach hier mein Traumleben. Ich bin jetzt geil hier. Ich bin kein Baller überhaupt nicht. Du ballst nicht? Das ist nicht Alpha. Das ist, was ist das? Das ist nicht Alpha. Ist er nicht? Ja, am Cornerballen ist er nicht. Du bist kein Cornerballer, dann ist das überhaupt nicht Alpha, Bro. Dann ist das mehr so. Das ist mehr so. Was du machst. Der Bruder hat einfach das Smart genommen. Hast du schon eine Million geknackt? Nein, habe ich nicht. Dann hat er das sicher. Nein, nein, für mich geht es, ohne Scheiß, für mich geht es nicht um dieses Reichtum, für mich geht es um die Freiheit. Ich kann hier ein besseres Leben haben. Quatsch mit Soße! Dumme Junge, mach Geld! Nein! Ja, du musst aber viel Geld haben, um frei zu sein. Ich habe keinen 9-to-5-Job. Ja, aber wer weiß, wie lange noch. Du musst in die Tasten hauen. Bist du von den Illuminaten oder was? Fabi Illuminati folgt mir dann. Lass mal abhauen, ehrlich. Haut besser ab, Leute. Ey, sonst holen die Leute. Guck, dass das Cash rein. Truffle? No Truffles. No Truffle? No Truffles. Okay.
Ja, Chocolate Banana Shake, wie schmeckt der, Bruder? Ich schwöre, das ist der beste Shake, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe, oder? Ist echt so. Das ist unfassbar, dieser Shake. Das ist unfuckable, dieser Shake. Alter. So, machen Sie mal die Burger fertig hier für den Boss. Was sind das für Portionen? So, meint ihr, das sind vielleicht auch die besten Burger der Welt? Der Shake ist unfassbar, also, ehrlich. Also. Ich glaube, das ist schon mal die besten Pommes auch. Probier mal den Shake jetzt, Bro. Mach nicht so cool. Wenn die Kamera aus ist, sagst du, ist über unnormal der Shake. Sag mal ehrlich jetzt. Bester Shake, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Ich muss mich DJ Arrow und dem Kollegen anschließen. Ja. Und Alias natürlich auch. Ja, Bruder. Der Shake ist leider sehr gut. Nun machen Sie doch die Burger nicht fertig. Was? Ja, ja, gib mir die Burgers. Hey Jungs, was haben wir alles bestellt? Also, auf mich hier ab. Wir brauchen immer mehr. Das war dann doch nicht ganz der beste Burger. Das ist auf jeden Fall der ekelhafteste Burger, den ich je gegessen habe. Boah, hey, Bruder, aber ey, was ist hier denn los? Sorry. Guck mal. Boah, ich fass hier nichts mehr an. Einfach nur, ich bin fassungslos, wie ekelhaft dieser Burger ist. Ich hasse diesen Burger so sehr. Boah, wie könnt ihr das essen, Jungs?